Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist, hier bei mir auf dem Kanal Es geht trotzdem weiter. Heute soll es mal wieder um eine Behandlungsmethode gehen, nämlich das autogene Training. Das Video ist wie immer in drei Teile geteilt. Wir gucken uns erstmal an, was ist autogenes Training. Dann schauen wir uns an, wo sind die Anwendungsgebiete. Und hinterher gucken wir noch, wie so ein Ablauf sein kann. Ganz wichtig zu Anfang, autogenes Training ist ein unheimlich riesiges Feld und ich werde hier in diesem Video ganz sicher nicht alles erfassen können. Ich werde versuchen, heute nun mal ein paar Grundzüge und ein bisschen Grundwissen zu vermitteln. Nun, was ist autogenes Training überhaupt? Autogenes Training ist vom Prinzip her ein Entspannungsverfahren. Autogenes Training wurde aus der Hypnose heraus entwickelt und basiert auf den Techniken der Autosuggestion. Autosuggestion kommt aus dem Lateinisch-Griechischen und bedeutet so viel wie Selbstbeeinflussung. Das Unterbewusstsein soll vom Prinzip her dahin trainiert werden, an etwas zu glauben. Autogenes Training ist in Deutschland eine anerkannte Heilpraktik im Bereich der Psychotherapie. Schauen wir uns jetzt mal an, wo autogenes Training genutzt werden kann. Es kann nämlich auch für gesunde Menschen eine ganz große Ergänzung und Hilfe sein. Autogenes Training wird sehr gerne für die Stressreduktion und auch zur Vorbeugung des Burnouts eingesetzt. Viele Menschen machen sich das autogene Training aber auch beim Lernen und beim Sport zunutze. In der Medizin wird autogenes Training gerne bei seelischen Erkrankungen genutzt. Zum Beispiel bei psychosomatischen Erkrankungen, Angststörungen oder Neurosen. Kommen wir jetzt zum wahrscheinlich größten und riesigsten Block des Themas autogenes Training. Das ist nämlich der Ablauf. Wie ich eingangs schon sagte, der Ablauf ist sehr, sehr komplex. Es gibt da ganz viele verschiedene, wie soll ich sagen, Stationen, Erfolgspunkte. Ich versuche das mal hier noch relativ oberflächlich, aber verständlich zu halten. Man muss sich das autogene Training wie ein Treppenstufensystem vorstellen. Es gibt insgesamt drei Stufen. Als erstes gibt es die Grundstufe. Die Techniken, die man in der Grundstufe lernt, wirken sich positiv auf das vegetative Nervensystem aus. Die zweite Stufe sind vom Prinzip her die Organübungen. Bei den Organübungen geht es darum, gezielt einzelne Organe anzusteuern und zu trainieren. Die dritte Stufe ist dann die Oberstufe. In der Oberstufe werden Methoden vermittelt, wo der Übende sein Verhalten trainiert. Am Ende geht es dann mit den Übungen so weit, dass das Unterbewusste erreicht wird. Das war vom Prinzip her so die ganz große Grundstruktur. In jeder Stufe gibt es ganz spezielle nochmal Teilübungen, die einzelne Elemente besonders trainieren. Das ist, wie gesagt, ein riesiges Feld. Wenn ihr möchtet, kann ich ja noch mal ein detaillierteres Video dazu machen. Schreibt es mal in die Kommentare. Aufgrund der Masse der Übungen ist es aber so, dass man nicht alle Übungen machen kann pro Tag, sondern dass man mindestens aber schon drei Übungen pro Tag durchführt. Zu den Übungen wird immer ein Protokoll erstellt. Und zwar geht es dann darum, in den Protokollen, was man bei den Übungen selber mit sich erlebt hat, was man bei sich selber beobachtet hat. Das war jetzt ein kurzer Abriss über das Thema autogenes Training. Vielleicht konnte ich dir diese Heilmethode, diese anerkannte Heilmethode, ja ein wenig näher bringen. Falls du selber Erfahrungen damit gemacht hast, schreib sie bitte auch in die Kommentare. Ich freue mich drauf und vor allen Dingen darauf, dass wir uns nächste Woche hier wiedersehen. Bis dahin, pass gut auf dich auf, dein MK.